Ja, halte ich gut fest. Ohoho. Seitenhalt gibt's für Geld und gute Worte, nicht? Soll ich auch noch dazukommen eigentlich? Nee, du fährst. Besser nicht, ne? Bye bye Caravan, jetzt kommt der Sportstourer. Ja, bist du überhaupt noch an Bord? Oh ja, wo ist hier Klassik? Hast du etwa Scheibenbremse? Seit 60 Jahren baut Opel Kombis, die auf den schönen Namen Caravan hören. Car and Van. Kauf ein Auto und du hast zwei. Das war der Slogan. Mein absolutes Lieblingsmodell ist der Kadett B Caravan. Und dass Opel heute immer noch sowas baut, das könnt ihr hier nämlich sehen. Das aktuelle Modell bringt Peter mir hier mit. Ich habe ihn fast gar nicht gehört. Heißt jetzt auch nicht mehr Kadett, sondern Astra. Ja, moin Helge. Da hast du was zu lachen, ne? Mit so einem Auto. Toll. Hi. Und ich habe Lago Blau und du kommst auch mit einem blauen Auto an. Guckt euch das mal an. Da liegen ungefähr 50 Jahre dazwischen. Ja, ich wollte gerade sagen, hier kommt das Jahr 2023. Ne? Ja, und ich habe gerade erzählt, Caravan, dieser tolle Name, Car and Van. Ich muss nur einmal bezahlen, habe zwei Autos. Der heißt aber gar nicht mehr so, oder? Der heißt nicht mehr Caravan, sondern der heißt jetzt Opel Astra Sportstourer. Also es wird sportlich. Es wird sportlich heute. Okay, da, mit Sport müssen wir sehen, ob ich da mithalten kann. Aber es geht um Kombis. Genau. Das ist das Grundthema. Und ich würde vorschlagen, Helge, wir gucken uns die Autos einmal separat voneinander an. Okay, damit wir wissen, womit wir das hier zu tun haben. Also es ist jetzt schon wieder ein bisschen ungerecht, wir machen es aber, oder? Autoquartett. Autoquartett, ja, du wirst nicht gut wegkommen mit dem alten. Das sage ich dir jetzt schon. Ja, macht ja nichts. Ich fange mal an. Ja. ES 45. 150 plus 110. 150 Verbrenner, 110 der Elektromotor, aber in Summe Systemleistung 180. Lava, 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 ist so Angeberei. Hubraum. 1,6 Liter. 1,1. V-Max. 125. Ich schaffe 100 mehr, 225, Freunde. Jetzt komme ich. Ja. Leergewicht 850 Kilo. Fast doppelt so viel, 1642. So schwer. Na, Plug-in-Hybrid, ne? Okay, schleppt immer noch eine Batterie mit. Zuladung. Zuladung 450 Kilo ungefähr. Das ist jetzt aber nicht viel. Ich habe 360. Ist aber weniger, ne? Und wie lang ist er? 4,64 Meter. 4,10 Meter. Aber es geht ja bei diesen Autos auch ein bisschen um was anderes, oder? Kofferraumvolumen, Praktikabilität ist das Stichwort, ne? Genau, ist ja ein Caravan, also meiner zumindest. Ja, meiner ist ein Sportstourer, aber Kombi sind es beide. Ja, okay. Dazu kommen wir später noch. Ich würde sagen, bevor wir uns jetzt hier in Zahlen verlieren, es geht ja ums Gefühl auch dabei. Ja, das kann ich dir geben. Steig ein. Fahren. So. Spartanisch. Da ist er. Gesund ist er auf jeden Fall, ne? Ja. All die Jahrzehnte und er springt trotzdem sofort an. Natürlich. Ich sehe schon Vierganggetriebe. Ist das komplett durchsynchronisiert? Das ist synchronisiert. Ja? Ja. Oh. Okay, herzlich willkommen im Opel Kadett B oder auch kurz gesagt, okay. Das war nämlich damals der Slogan. Und ich habe den langen Schalthebel, es gibt ja verschiedene, ne? Getriebe ganz vorne, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Es sieht schon so ein bisschen wirklich nach Transporter aus, wenn ich so den Schalthebel sehe, wie der da vorne so weggeht. Ja. Das sind doch bestimmt mindestens 40 cm. Genau, der lange Stock, mit dem man hier im Getriebe rumrühren kann. Ansonsten ist dieses Auto natürlich komplett analog. Ja, Seitenhalt null. Null, das ich zeige ich dir aber gleich nochmal richtig, ja, das mit dem Seitenhalt. Aber kurze Geschichte, auch für euch. Der Opel Kadett B, also Nachfolger natürlich vom Opel Kadett A, kam 1965 auf den Markt. War natürlich eine Sensation, weil er hat jetzt Einzelradaufhängung und eine Querblattfeder vorne und hinten Schraubenfedern an der Starrachse, was extrem gut fürs Handling ist. Ja, und den gab es in so vielen Karosserievarianten. Viertürer, Zweitürer, Coupé, Sondermodelle. Sogar ein Sprint, also fast ein Rennwagen und natürlich Kombis. Und der hier, dreitüriger Kombi, irgendwann gab es auch fünftürige, ist mega selten, weil das war natürlich ein Handwerksauto. Und das sieht man auch, ne? Es ist hier alles so ein bisschen staubig drin, es ist so ein bisschen,
habe ich das Gefühl, das Auto wurde sehr stark auch benutzt. Es wurde benutzt und dieser Wagen hat überlebt, weil er nämlich nicht im Handwerk verschlissen wurde, sondern eigentlich ein beschauliches Leben in Portugal hatte. Ja, halte ich gut fest. Ich habe ein bisschen Sorge, Helge, dass ich hier deine Tür-Innenverkleidung ein bisschen abreiße. Meinst du, das hält? Das hält alles, genau. Der hier hat den Standardmotor mit 45 PS. Später haben sie den dann mal auf 50, 55 PS hochgebracht. Ja. Und es gab diesen Wagen sogar als Rallye-Coupé mit 1,9 Litern. Aber das war natürlich das Extrem. Also 90 PS, da war natürlich eine Rakete. Ja. 45 PS klingt jetzt nicht so raketenmäßig, aber du hast ja schon gesagt, warte mal ab hier. 850 Kilogramm Leergewicht. Ja, ich spüre gar nichts, ganz ehrlich. Oh Mann, ey. Okay. Null, aber jetzt gleich wieder, da kommt die Kurve. Genau, Kurve, Trommelbremsen rundherum, kein Bremskraftverstärker, keine Servo. Mhm. Also es ist alles extrem netto, aber es war ja auch der praktische Gedanke dahinter. Denn der Kadett ist ja ganz unten in der Hierarchie, ne? Ja. Also ganz unten der Kadett, der muss das Deck schrubben. Ja. Und dann kommt irgendwann der Kapitän und dann kommt der Admiral und der Kommodore. Das war eigentlich eine ganz schöne Nomenklatur, ne? Total. So richtig von, also schön abgesetzt, irgendwie verständlich. Ja. Jedenfalls, wenn man so ein bisschen gedient hat, sag ich mal. Ne? Ja, genau. Das ist ja übrigens auch so ein bisschen das Gefühl, was ich hier habe. So diese 60er Jahre, eigentlich müssten wir ja, um zeitgenössisch zu sein, du würdest ja hier nicht in den 60ern mit so einem Cap und einem Hoodie sitzen, sondern du hättest einen grauen Anzug an, eine Krawatte und am besten noch einen Hut, oder? Richtig, genau. Der ist so ein bisschen spießig. Ja, wir sind nicht zeitgenössisch gekleidet, da hast du recht. Und ich meine, diese Worte, die kommen ja auch daher, Handschuhfach, weil der Herrenfahrer oder der Herr natürlich mit Handschuhen Auto gefahren ist. Oder Hutablage, weil der Hut da hinten liegt. In diesem Fall schwierig, weil Kombi ist dann... Eine sehr große Hutablage wäre das. So, und jetzt pass auf, wir haben natürlich hier wie immer Pylon, die haben wir immer hier. Und jetzt pass mal auf, wenn wir jetzt hier mal Slalom fahren. Also ich muss sagen, ey, er hat einen Stabilisator vorne, hinten könnte ich ihn nachrüsten. Ja, Seitenhalt gibt's für Geld und gute Worte, nicht? Geil, oder okay, was? Ja, es ist ein Spaß, ein anderer Spaß. Es ist nicht dieses sportliche Fahren von heute, so gar nicht. Nee. Besonders präzise fühlt sich das alles nicht an, also jedenfalls von hier nicht. Nee, es ist auch nicht so präzise, aber es ist überschaubar und du hast einen Grenzbereich, wo du jederzeit eingreifen kannst. Ja. Also wenn der anfängt, mit dem Arsch wegzugehen und zu quietschen, dann hast du halt nochmal 10 Sekunden Zeit zu reagieren. Oh. Das hast du bei modernen Autos natürlich nicht so. Aber trotzdem war das eins der erfolgreichsten Modelle von Opel, der Kadett. Also sie haben ihn von 1965 bis 1973 in allen Varianten gebaut. 2,7 Millionen. Aber es ist ja im Grunde auch der Vorläufer vom Astra, ne? Muss man sagen. Also die Baureihe ist ja gleich geblieben sozusagen, die Kompaktklasse. Damals hat man es noch nicht so genannt, aber es war es ja. Genau, sie haben da Kombis gebaut auf Rekord, Omega, und Kadettbasis. Und warum der denn auf einmal Astra? Also man hätte ja bei der maritimen Sache, bei der Nomenklatur bleiben können. Aber wahrscheinlich, weil alle Seeleute saufen, haben sie dann gesagt, jetzt hören wir mal auf und nennen jetzt einfach mal alles Astra. Könnte sein, ja. Ja, genau. Aber jetzt muss ich mal ganz ehrlich sagen, ein Kombi mit zwei Türen vorne, so richtig praktisch ist das ja auch nicht, ne? Nee, das war... natürlich dann für Handwerker, die alles von hinten reinladen, aber irgendwann hat die Zielgruppe gesagt, so damit können wir doch auch in Urlaub fahren. Und dann haben sie halt auch den Viertürer angeboten. Und der war natürlich noch ein bisschen praktischer. Ja. Ich persönlich finde aber von der Karosserieform den Zweitürer ein bisschen schöner. Ja. Na, der ist so, hatte so eine schöne Linie. Muss man sagen, es sieht schon schön aus, weil der so schön langgestreckt ist. Ja. Nix, keine Sicken, keine Kanten zusätzlich. Ja. Macht schon was her. Ne? Von diesen viertürigen oder fünftürigen sind aber noch weniger nachgeblieben, ne? Da sind ganz wenig von nachgeblieben, weil die natürlich alle runtergeritten wurden. Ja. Die Coupés, das waren immer Liebhaberautos, da wurde sich gekümmert. Ja. Und die Zweitürer, die wurden halt aufgefahren, aber da saß halt maximal ein paar Kinder hinten drin und keine Heizkörper oder andere Sachen. Und mein Kumpel, von dem ich diesen Wagen habe, der macht tatsächlich Gaswasser. Und
und baut Badezimmer. Und der wollte eigentlich diesen Wagen als Firmenwagen benutzen. Mit Dachgepäckträger und ein paar Messingrohre obendrauf, Kupferrohre obendrauf. Und dann halt das ganze Werkzeug hinten rein. Na, hält sich wieder fest, oder? Naja, ich bin wieder... Es rutscht hier unten auf dem Kunstleder, rutscht es so gut mit der Jeans. Genau, wir haben hier also keine Sitzverstellung. Nee, gar nichts. Wir haben keine Kopfstützen. Und deswegen... Wir während der Fahrt hier irgendwie ein bisschen mit der Dame Verrenkung machen, quatschen. Genau. Und bevor ihr euch fragt, warum wir nicht angeschnallt sind, hier hängen so halbe Gurte drin, die funktionieren gar nicht. Aber bei alten Autos bis 70, 71 gibt es gar keine Gurtpflicht. Vor allem, wir sind ja auch auf Privatgelände. Also das von kommt daher auch dazu. Es kommt uns niemand in die Quere gerade. Genau. Und bei der es sei denn, Helge fährt wieder Slalom. Kann ich gerne noch mal machen. Wir können auch noch ewig so weiterfahren, denn ich verbrauche ja nur 8 Liter. Okay, das klingt jetzt... Ja, aber bei der Geschwindigkeit jetzt 8 Liter? Nö, jetzt bin ich bei 5 oder 6. Aber ich habe natürlich auch mit meinem kleinen Pierburg-Vergaser, so ein ganz kleiner, habe ich aber nur 45 PS. Also. Aber guck mal, wir können ja mal durchbeschleunigen, ja? Pass auf. Pad mal drauf. 60. 70. Ja, da machst du Augen. 80. Ich schalte meinen vierten. 90. Ja, jetzt braucht er ein bisschen. 90. Wollen 95, wir mal realistisch? 95. Ja, komm. Der mogelt, der Mann. Nein, und jetzt bin ich gleich auf 100. Ich muss nur gucken, wo die Strecke zu Ende ist, weil... Die Bremse. Trommelbremse. Trommelbremse. Aber ich Bremskraftverstärker. Hat er? Nö, wozu? Nee. Hat er nicht. Du konntest allerdings Scheibenbremsen als Option konntest du bestellen. Und dann hast du auch einen Bremskraftverstärker bekommen. Ich habe ein bisschen merkst, Sorge, dass ich gleich hier deinen riesigen Gangwahlhebel hier abrasiere. Du merkst schon, ich fahre immer nur Rechtskurven, damit ich hier mich abstützen kann. Naja, das ist schon geschickt gemacht. Ja. Okay. Was mir gerade beim Blick nach hinten noch aufgefallen ist, Helge, es ist ja tatsächlich sehr schön luftig alles. Ne? Also tatsächlich B, C, D-Säule, alles schmal, so dünn. Große Fensterflächen. Du siehst alles. Du kannst einparken auf 5 cm. Und das ist ja so ein bisschen verloren gegangen, muss man sagen. Genau. Genauso wie diese Ausstellfenster. Ne? Also die Ausstellfenster waren eine Option. Bei der Limousine, beim Kombi waren die immer drin. Also beim dreitürigen Kombi natürlich. Zack. So einfach, so gut. Ja. Ausstellfenster, wo sind sie hin? Genau. Hat heute eigentlich kein Auto mehr. Auch Dreiecksfenster, ne? Ja. Die Dreiecksfenster hier. Da kannst du ja eine individuelle Belüftung auch nochmal machen. Du musst nicht alles runterkurbeln. Und du kannst aber auch bei alten Autos, bei denen hier auch, eigentlich bei jeder Geschwindigkeit das Fenster aufmachen und es zieht nicht rein. Und bei modernen Autos, da wummert das immer so. Das sagt er jetzt, wo er da sitzt, am offenen Fenster. Und bei mir zieht es im Nacken. Ach, hör auf. Das sag ich dir. Das ist die Klima von damals, ne? Ja. Aber, du bist so schön Slalom gefahren. Ja. Lässt du mich auch mal fahren? Ach, du willst auch fahren? Ja, klar. Okay. Warte, ich muss doch auch die Emotionen hier kriegen. Von dem guten Gerät. Na gut. Oh. Was? Tuck, tuck, tuck. Ich dachte, der wäre aus. Nein, der ist nicht aus. Der läuft zu leise. Okay, dann tauschen wir mal, ne? Ja. Oh nee, geht. Guck mal. Nicht wie beim Fiat 500. Ich habe richtig sogar... Ja, der Sitz ist schon ganz hinten. Naja, also wenn du es schon mal funktioniert, gemacht hast. Die Technik funktioniert einfach. Erstes Mal im Kadett B. Ja. Und jetzt gehst du ein bisschen rüber, genau. Ja. Ja, eigentlich kinderleicht, ne? Wieder mal sehr mechanisch, sehr anders als heute, ohne jeden Filter, ne? Mhm. Stark. Ach, das Lenkrad steht auch so ein bisschen schräg. Oh, jetzt kommt... Ist übrigens auch neu beim Opel Kadett B, 3 Speichenlenker. 3 Speichen? Ja. Wow. Oh, jetzt muss ich mich jetzt... Und kein Hubring, ne? Mhm. Sondern hier richtig Hubknopf in der Mitte. Das ist jetzt Volllast im dritten. Ja. Ehrlich gesagt, vom Fahrersitz aus fühlt sich das noch mehr an als vom Beifahrersitz. Ja, wenn man da rechts sitzt, wo du jetzt sitzt, ja, spürt man gar nichts, finde ich. Aber hier fühlt sich das nach was an. Ja, ja. Weil man natürlich aktiv ist. Fahren ist, als wenn du fliegst. Ja.
Ja, ja, du hast recht. Man muss hier sich schon festhalten. Aber ich habe ja hier oben auch noch eine Möglichkeit, ne? So. Jetzt kannst du ja auch mal kurz die Slalomstrecke fahren, wenn es unbedingt sein muss. Boah. Wie die Gerätschaft arbeitet, ne? Ja. Aber was auffällt, na? Tatsächlich lässt sie sich ganz gut platzieren, ne? Weil sie so übersichtlich ist. Ja. Ich weiß genau, wo das Auto rechts vorne aufhört. Ist wirklich, das vermisse ich manchmal bei modernen Autos doch ein bisschen, ne? Dass man irgendwie mehr Gefühl hat fürs Auto. Das ist hier wirklich genau, du bist also nicht so einzigartig. Ja, du bist nicht so entkoppelt, sondern das ist bewusstes Autofahren. Ja. Und bis jetzt ist es mir auch gar nicht negativ aufgefallen, dass wir kein Radio und kein Klima und so einen Schnickschnack haben vom Fahrassistenten, sondern du fährst einfach. Das stimmt. Ja, gebe ich dir recht. Und er hat auch ein großes Raumgefühl, finde ich. So, ne? Also du kannst ja auch alles machen in der Fahrt, ne? Ich kann jetzt einfach sagen, ich gehe jetzt mal nach hinten. Genau, und das Handschuhfach geht auch noch auf dabei. Guck mal jetzt. Oder so. Oder ich gehe noch mal in den Kofferraum. Oder geh noch mal nach hinten, genau. Soll ich auch noch dazukommen eigentlich? Nee, du fährst. Besser nicht, ne? So, ich meine, übrigens, wenn du jetzt so, früher wurden ja auch Kinder hier drin transportiert, ne? Die konnten dann hier hinten einfach drin spielen. Ja, genug Fläche ist da. Das ist ein Raumwunder und das bei 4,10 Meter. Aber jetzt fährst du bitte keinen Slalom, ne? Sonst wird mir noch schlecht. Ich komme mal wieder nach vorne. So groß ist dein Enthusiasmus dann doch nicht, ne? Hilfe. So ein bisschen habe ich ja auch Sorge, dass hier irgendwas abbricht. Ne? Es fühlt sich alles sehr, sehr filigran und sehr zart an. Ja, aber es hat so ein bisschen. Hält das den Kräften überhaupt stand? Das hält alles stand. Ja? Der Wagen ist jetzt 50 Jahre alt. Und jetzt möchte ich wirklich mal wissen, was ist in diesen 50 Jahren technisch passiert? Und das, mein Lieber, das finden wir jetzt raus. Denn da vorne steht der Astra Sports Tourer. Sports Tourer. Ich bremse mich auch ohne Bremskraftverstärker hier ran. So. Punktlandung. Und jetzt steigen wir um. Bye-bye Caravan, jetzt kommt der Sports Tourer. So, jetzt rein in die Gegenwart, Helge. So. Oh, Zeitreise. Ist das schön hier, ne? Die Sitze, das ist ja ein Hochgenuss. Das wollen wir doch mal sehen. Ergonomisch ist es schon besser. Jetzt starten wir mal hier. Also es ist alles dunkel. Ich habe dir ja schon gesagt. Das ist die Kommandobrücke von der Enterprise. Ja, ne? Ich habe dir ja schon gesagt, Plug-in-Hybrid. Das heißt, wir fahren jetzt erstmal schön rein elektrisch los. Schön ruhig. Ganz seidig. Ist das nicht schön? Ja. Wer ist hier nicht angeschnallt, frage ich mich. Ich schon. Weil sonst meckert er doch, oder? Hier. Oh ja. Da haben wir es doch schon. Diese Bevormundung von modernen Fahrzeugen, die müssen wir noch mal diskutieren. Aber erstmal zur Sache. Opel Astra. 180 PS Systemleistung. Neuestes Modell. Neuestes Modell, natürlich. Sports Tourer heißt das Ganze ja jetzt. Ne? Also Caravan bis 2010 in Verwendung bei Opel. Ist dann ausgelaufen, wurde umgebaut zu Sports Tourer, um dem Ganzen mehr so ein nicht handwerkliches Image zu geben, was Aktives. Genau, was damals ja auch schon passiert ist, ne, bei Kadett oder auch Rekord oder anderen Autos oder auch dann beim Ascona Voyage, wo sie dann gedacht haben, das ist jetzt für mehr was für die Reise. Für Lifestyle. Ja, genau. Okay, deswegen. Und so ist das Ganze natürlich auch angelehnt. Was man aber dazu sagen muss, ich finde, der neue Astra, grundsolides Auto. Also wirklich, wenn man sich hier mal umguckt, du hast schon gesagt, hier Raumschiff Enterprise. Das muss ich ein bisschen relativieren, denn das Ganze ist schon wirklich eine sehr, sehr gute Mischung, wie ich finde, aus Moderne und auch in der beschränkten Befahrbarkeit. Ja, die ganze Zeit, was du machen sollst. Aus Moderne und Klassik. Weil wo ich ist hier Klassik? Das kann ich dir sagen. Ja. Hier Tasten. Ich kann alles tatsächlich intuitiv bedienen. Ich habe hier Lautstärke, Drehregler. Oh, ich habe auch tatsächlich. Davon bist du Fan, ich auch. Eine haptische Rückmeldung hier. Das richtig. Ist ja auch mal. Und diese Tasten, kommen dir die bekannt vor? Ich würde ja fast sagen, die sehen ein bisschen aus wie dein Lichtschalter
in dem Kadett B. Ja, da muss aber ganz viel Fantasie. Nee, aber im Prinzip, viereckig. Im Prinzip ist es viereckig, Drehregler und so weiter. Ja, okay. Und ich finde es gut, dass das ganze Display so ein bisschen integriert ist, aber das ist ja total, total designmäßig zerklüftet. Ja, dann darfst du dir also aber kein neues Auto angucken. Nee, aber guck mal, mein Auge muss sich doch auch ein bisschen entspannen können hier drin. Und ich habe hier 1 Million verschiedene Design-Elemente. Du, das ist hier schon sehr klar gezeichnet. Da werden wir noch ganz andere Kandidaten hier bekommen, auf jeden Fall. Okay. So. Wie fährst du denn jetzt gerade? Fährst du elektrisch? Ich fahre jetzt im Hybridmodus. Das heißt, der Benziner läuft. Viel elektrisch. Mhm. Ich habe auch eine Anzeige, wie viel ich emissionsfrei gefahren bin. Im Moment sind es 100%. Aber wenn ich jetzt ein bisschen mehr das Fahrpedal betätige, dann springt der Benziner dazu. Und dann haben wir im allerbesten Fall 180 PS und 360 Newtonmeter Drehmoment. Das Ganze wird verwaltet von einer 8-Gang-Automatik, die, wenn man sie nicht überfordert, wirklich sehr verschliffen schaltet, wie ich finde. Ey, wir werden jetzt allerdings gleich mal gucken, wie das Ganze im Sportmodus agiert. Ne? Ich gehe auf Sport und jetzt haben wir wirklich alles, was geht. Ja. Ja, ein bisschen untersteuert ist er natürlich vorne schon ist die ausgelegt. Slalomstrecke, da Slalomstrecke ist da. Ausnutzen. Guck mal, und das ist natürlich was ganz anderes hier als in dem B-Kadett, denn das Fahrzeug fährt sich so schon sehr präzise, ne? Muss man sagen. Liebe Opel-Ingenieure, ich hätte mir auch Sorgen gemacht, wenn es da keinen Unterschied geben würde nach 50 Jahren. Und ja. 360 Newtonmeter Drehmoment, also man spürt schon was, ja, das geht schon voran. Ne? Das Fünffache wie beim Mann. Also gegen den Alten ist der hier wirklich ein Sportfahrzeug, muss man sagen. Ja, aber ich will doch vielleicht gar keinen Sport, vielleicht will ich doch einfach nur einen Caravan. Ja gut, ist er ja trotzdem noch. Ne? Genau. Im aber Geiste. Stimmt es, dass das der letzte Kombi ist, den Opel bauen will, auf Astra-Basis? Dazu sagen die jetzt bestimmt noch nichts. Nee, ne? Nee, das ist noch... Sie bauen noch Kombis, das ist doch schon mal gut. Wir sind ja im Jetzt, im Hier und Jetzt. Ja, also ich habe hier mehr Seiten halt, das muss ich schon mal zugeben. Und die Sitze sind wirklich bequem. Aber ich kann bei mir auch Recaros reinschrauben. Ja, gut. Ja. Das ist ja keine Kunst jetzt. Ja, warte mal. Nachträglich. Ich komme noch mal wieder mit dem Rallye-Kadett und dann kannst du mich hier ganz warm anziehen mit deinem Astra. Da kannst du auch noch mal ein Coupé anschleppen. Ah, im Rhein. Oh ja, jetzt klingt er doch ein bisschen angestrengt, muss man sagen. Mhm. Aber er leistet ja auch einiges. Ne? Wir sind jetzt bei 140. Er klingt echt kernig. Also, als wenn da irgendwie Sport ist. Ja. Steht da ja auch. Ja, es ist rot hier in meinem Display. Ja, das stimmt. Okay. Das steht für Sport. Aber ich finde, ganz ehrlich, unter uns jetzt, ne? Ja. Der rein elektrische Astra, der würde mich ja tatsächlich mehr reizen. Denn ja, warum? Wenn hier der Benziner dazu springt, ist das manchmal auch so, dass ich schon denke, muss das sein? Es ist so ein bisschen, klingt es irgendwie nicht so ganz harmonisch. Ja, gebe ich dir nicht ganz recht. Ich finde, das ist so ein bisschen rumpelig manchmal. Ja. Von daher für mich gerne auch mal den rein elektrischen Astra. Den gibt es ja auch, 156 PS. Ist auf jeden Fall ein interessantes Auto, gerade auch als Sportstourer, denn das Auto ist eines der wenigen Kombimodelle als BEV. Das ist schon spannend, finde ich. Ja, gut. Vielleicht, ja. Vielleicht. Ich möchte jetzt aber gerne mal wissen, wie der sich anfühlt, wenn ich am Steuer sitze, weil ich habe jetzt den direkten Vergleich, bevor du mich noch einlullst mit technischen Features. Kannst du hier mal vorne rechts ranfahren? Wir halten mal an. Komm hier, oh, wie präzise das alles ist. Guck, präzise. Hier, zack, das Ding steht. Hast du etwa Scheibenbremse? Also ich habe echt Raumgefühl. Jetzt ist viel Platz. Ich bin überrascht. Also viele andere Neuwagen, da fühle ich mich eingezwängt. Das ist hier gar nicht so. Hebel auf D. Er drückt schon wild rum da. Genau, ich will einfach nur fahren. Willst du Sport haben? Nee, ich will erstmal nur fahren. Erstmal nur fahren, okay. Genau, drei Modi gibt's. Elektrisch, okay. Oh, er wählt gleich elektrisch an. Ich will mal sehen. Oh, endlich Ruhe. Ist schon schön. Aber hast du mein Auto im Standgas gehört? Da hörst du auch nichts. Das macht so, so seidenweich, wie der kleine Vierzylinder läuft. Okay, also Opel-Geruch, der ja ganz typisch ist bei alten Opel, durch die Sitze, den habe ich hier schon mal nicht. Nee. Ich habe dir jetzt zwar einen Blitz vor der Nase, aber auf
man wüsste jetzt auch nicht, dass man im Opel sitzt. Aber du hast da vorne, siehst du das? Diese Falz oben auf der Motorhaube, die hat deiner auch. Ja. Also ich mag ja keine Autos, wo man die Haube nicht sieht. Und du siehst sie ein bisschen besser, ich muss meinen Kopf recken. Aber ja, ich habe da eine richtige Peilkante, damit ich auch weiß, wo die Straße ist, weil ich sonst nichts sehe. Nee, ist aber ganz gut, die Haube. Fast wie ein Schiffsbug so. Mhm. Okay, dann gehen wir jetzt mal zurück auf Sport. Und mal sehen, was der hier in der Kurve kann. Er hat ja natürlich Frontantrieb, aber... Ja. Mhm. Ja. Okay. Mal sehen, wie schnell ich hier reinfahren kann. Ja. Okay, was ist das denn? Ladungssicherung. Gut, wir können jetzt hier über Leistung reden, wo ich nicht mithalten kann. Wir reden immer noch über Kombis, also Autos, die Nutzwert haben sollen. Ja. Und was hast du vorhin so schön gesagt über Kombis und SUVs im Vergleich? Ja, ist doch eigentlich das bessere SUV, der Kombi. Hat der Kombi wesentlich, es ist das bessere SUV. Stilvoller, effizienter und kleiner. Meistens sogar mehr Kofferraumvolumen am Ende. Ne? Es ist ja, das SUV ist ja eigentlich so das Schlechteste aus allen Welten. So, aber warte ab. Ich werde dir jetzt mal ganz kurz nochmal beweisen. Wir sind ja auf Privatgelände. Ja. Ich bin gespannt, ob ich das auch hier schaffe, was du gerade im alten Kadett. So, du meinst freie Entfaltung. Guck mal, da sagt er schon, ich möchte das gar nicht. Mal gucken. Jetzt musst du den Sitz erst nach hinten machen. Ja, logisch. Das geht bei mir gar nicht. Es ist nicht ganz so leicht wie beim alten. Ja, das musst du dann doch noch behandeln. Das mache ich. Das muss aber ich du bist behandeln. Ja zumindest schon mal auf der Ach, Rückbank. Du Schreck, jetzt kommt auch noch die Kurve. Aber ich kann das hier überbrücken. Fahr mal nicht ganz so fix. Ach, du hast den Durchgang. Okay. Ja, los. Ich arbeite gegen die Fliehkräfte. Bist du noch, überhaupt noch an Bord? Ich denke. Und wie sind die Platzverhältnisse da ganz hinten? Ich kann hier sagen, also erstmal hier hinten angekommen, fühle ich mich pudelwohl hier. Wie viel Ladevolumen hast du denn hier in dem Auto? 516 Liter Kofferraumvolumen, aber bis zu 1550. Und jetzt halte ich fest, Helge, denn das ist mehr als zum Beispiel in einem Dreier Touring oder in der C-Klasse. Interessiert mich jetzt hier die C-Klasse oder Touring. Das interessiert dich sowieso alles nicht. Nee, aber wenn wir jetzt mal auf Tour gehen wollen, ja, das müssen wir mal ausprobieren. Was so richtig den Kofferraum mal voll machen, was geht hier überhaupt rein? Weil darum geht's doch. Ja. Da kannst du mir hier mit Performance kommen, wie du willst. Wenn ich in Urlaub will und ich kriege mein Equipment nicht mit, dann komme ich schlecht drauf. Ich bin dabei. Okay, dann komm mal. Aber jetzt hältst du gleich erstmal an und lässt mich hier hinten rausspringen gleich. Ey, aber eine Rundumsicht wie im U-Boot hier. Sagst du. Oh, das immerhin, ist ja wieder. Immerhin also, keine. Wo waren wir stehen geblieben? Keine ganz dicke D-Säule. Nee, das stimmt. Und noch ein kleines Fensterchen hinten. Okay, wir werden das also, ist schon gut. Lass uns gleich mal die Rückbank umklappen und dann laden wir ein paar Sachen rein. Dann fahren wir mal in Urlaub. Dann gucken wir mal, was hier, wer jetzt hier das Raumwunder hat. Ja, also Opel Astra. Ich bin froh, dass Sie ihn nicht Kadett genannt haben, weil es ist kein Kadett. Es ist noch ein Opel, aber ob der nun Astra heißt oder wie auch immer, muss ich mir nochmal überlegen. Der ewig Skeptische. Ja, wieso? Ich muss sagen, ich finde den neuen Astra wirklich gut gelungen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Solides Fahrzeug. Das macht alles so, wie es das machen soll. Und das gefällt mir sehr. Das ist sehr ehrlich. Ja, ist ein ehrliches Auto. Von der Bedienung, vom Platz. Ja. Gut. Ist schon ein guter Wurf. So. Und jetzt wird gepackt. Jetzt wird gepackt. Da muss er erst eine Parkbremse reindrücken. Na Helge, bist du mit deinem Pöt-Pöt-Motor hier gut angekommen? Pöt-Pöt-Pöt, ich zeig dir den mal. Ja, mach das mal. Da sind wir ja vorhin gar nicht zugekommen. Hier. Riesiges Aggregat. Oha. Ja. Da ist viel Platz. Den kannst du mit zwei Mann rausheben. Muss ja aber nicht sein. Ne, funktioniert oh, ja alles. Guck. Ja, das ist meine Kante. Da manipuliert er dann noch rum. Ja.
Nein, das ist natürlich überschaubar gebaut. Rein Vierzylinder, OHV, also wenig, was kaputt gehen kann. Nockenwelle, ne? Muss unten, man sagen. Kipphebel natürlich oben. Und eigentlich siehst du auch sofort, wenn irgendwo ein Rostproblem ist, was Opel ja gerne mal hat. Aber hier, du kommst halt überall ran. Ich zeig dir mal, wie das bei mir aussieht. Ja. Das sieht ein bisschen anders aus. Boah. Ja. Na? Aber hier. So eine alte Stange hast du denn doch noch, ne? Na klar. Ja, was soll ich dazu sagen? Also emotional, wenn jetzt irgendwas kaputt ist, wüsste ich auch nicht, wo man anfangen soll. Das ist halt moderne, verbaute Motorraumtechnologie. Nee, du hast dein jetzt helfe ich mir selbst Büchlein immer an Bord, ne? Hab ich, ja. Kann musst ich du aber auch haben, weil kann halt jederzeit irgendwo ein Pfennigteil die Biege machen. Genau. Nach der guten alten Zeit. Also hier an diesem Auto kannst du nichts selber machen. Ich zeig dir mal kurz was. Opel, jetzt helfe ich mir selbst. Wenn ich ein Problem habe, dann gucke ich da rein und dann kann ich da alles reparieren. Muss ich jetzt ja gar nicht. Aber wenn ich euch mal ein Beispiel zeigen darf. So. Wo bocke ich den Wagen auf? Das machst du ja auch nicht mehr selber. Nee, brauche ich gar nicht. Wie stelle ich die Hupe ein, wenn sie krächzt? Hier, bei krächzendem Signalhorn ist das Verstellen der Membranschwingung ein letzter Versuch. Zack. Also ich habe für alles eine Lösung. Selbst fürs Membranhorn. Ja. Gut. So, jetzt eher Vergleich, hör zu. Hast du das gehört? Ja. Wie satt? Okay. So, und wo wir die Haube gerade schon in der Hand hatten, ne? Ja. Guck mal hier. Wo wir gerade beim Fahren schon mal drüber gesprochen hatten, diese Falz. Ja. Genau das Gleiche. Und auch hier diese Kante hier im Blech. Und die auch, ne? Die leichte V-Form. Es ist, auch wenn man das vielleicht nicht auf den ersten Blick sieht, beim neuen Astra Retro-Design. In den Grill integrierte Scheinwerfer. Und jetzt guck dir bitte mal den Kadett an. Ja. Da könnte ich so ja fast meinen Kühlergrill noch umschrauben, wenn du irgendwo gegengefahren bist. Das kannst du gerne versuchen. Steht das auch in deinem Büchlein drin, oder? Ja, ja, ja. Guck mal, die Kante hier, die habe ich auch. Und dieses Design würde normalerweise bei der Limousine oder beim Coupé in so einen Hüftschwung, was aus Amerika designtechnisch importiert wurde, übergehen. Hat der jetzt nicht. Sehr geradlinig, das Ganze. Der Caravan ist gerade. Ja. Aber ja, also vorne erkennt man, dass es Opel ist. Radkappen hast du nicht? Nee. Die Zeiten sind vorbei. Okay, es geht ja um die Zuladung, ne? Richtig. Die Ärsche von den Kombis sind das Entscheidende, weil da wird's reingeladen. Und jetzt? Mach mal auf. Ach, mit Hände in den Taschen. Na klar. Ja, ich mach das so hier, ne? Sehr lässig, sehr lässig. Und klingt wie das alte Spukschloss. Es ist ein altes Spukschloss. Es ist ein altes Spukschloss. Okay, also ey, er ist ganz schön groß, wenn ich da reingucke. Er ist schon groß und wir haben natürlich hier auch noch ein kleines Hindernis, denn Plug-in-Hybrid hat natürlich immer das Kabel dabei. Natürlich, da ist bei mir das Abschleppseil. Kleines Handicap, aber nichtsdestotrotz, ich lade das Ding jetzt voll. Wir haben das nicht geprobt, nee. Von daher müssen wir mal gucken, wie viel reinpasst. Ich bin zuversichtlich. Ja, leg erstmal deine ganzen Sitzbänke da um. Fernentriegelung, ne? Oha. Unten. Fernentriegelung. Ich zeig dir, wie es bei mir ist. Ja, deine Fernentriegelung ist echt so. Ja, guck mal, ich setze mich hier mal so rein. Steinzeit. Und dann habe ich hier einen Hebel. Und dann drücke ich den nach vorne. Und ich muss jetzt auch nach vorne gehen. Und dann, das ist ein bisschen aufwendig. Und muss im Prinzip die eine Sitzbank erstmal nach vorne machen. Helge, du merkst das selber, ne? Wie, was merke ich selber? Ich bin doch nicht auf der Flucht. Guck mal hier. Ich lade schon mal ein in der Zwischenzeit, mal. Ne? So, hier. Ey, die 10 Sekunden. So viel Zeit muss sein. Gut, lad ein, ich guck zu. Fingers crossed. Okay, sitzt. Also Opel hat bewiesen, hat gute Arbeit geleistet. Man kann damit noch was transportieren. Auf jeden Fall. Okay, dann so. Bevor Ausladen, du glaubst, dass ne? du jetzt an die Riviera fährst, kannst du das ganze Gelumpe mal wieder rausholen. Und dann zeige ich dir mal, was mein Kadett so kann.
Respekt. Respekt, wirklich. Hätte ich im ersten Moment nicht unbedingt gedacht. Hätte ich auch nicht gedacht. Ja, Peter, ich muss sagen, 60 Jahre Opel Kombi, es funktioniert. Egal, ob ein alter Kadett oder ein neuer Astra Sports Tourer. Sports Tourer, sie können was. Du kannst eine Menge reinladen. Ja, praktisch sind beide. Nach wie vor. Genau. Und das ist doch sehr positiv, muss ich sagen. Das ist total positiv, weil das ist eine klare Linie so. Du willst einen Kombi haben, der was kann. Ja. Kauf dir einen Opel. Genau. Ich habe schon einen. Ich brauche gar nicht in die Zukunft. Ich fahre mit dem Kadett jetzt los. Und wenn du siehst, ich habe noch eine Menge Platz. Ich habe jetzt noch mehr Platz. Du hast noch mehr Platz. Ich halte irgendwo an, hole eine Kiste Bier. Alles klar. Gute Fahrt. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo. Darüber freuen wir uns natürlich. Und ansonsten werden wir uns schon bald wiedersehen. Also Opel Kadett. Bis bald. Kombi ist für mich der praktischste und der schönste Opel überhaupt. Mehr braucht man noch gar nicht. Ich habe alles dabei und ich habe jetzt die Fahrt in den Sonnenuntergang vor mir.